Herzlich willkommen zu Animal Crossing Happy Home Designer. Im letzten Part haben wir unseren ersten Auftrag gemacht. Wir wurden hier introduced und ich bin jetzt dabei, den zweiten Auftrag zu erledigen. Letztes Mal ist die Kundin zu uns ins Büro gekommen, aber darauf können wir uns nicht immer verlassen. Zum Glück jedoch sind alle unsere Mitarbeiter sehr talentiert und das gilt auch für dich. Darum möchte ich, dass du einer deiner Talente weiterentwickelst, und zwar dein Verkaufstalent. Du solltest anfangen, mit den Urlaubern auf der Insel zu sprechen und ihnen unsere Dienste anzubieten. Mach dir keine Sorge, das ist nicht allzu schwer. Überzeuge sie einfach davon, dass sie was von uns wollen. Vertraue auf dich selbst und deine Intuition. Dann haben wir im Nu ein paar neue Aufträge. Viel Glück. Okay. Es hat ein bisschen was von Pyramidensystem, was hier abgeht, aber es ist auch ein Maklerbüro. Wer sieht Makler schon als nötigen Beruf an? Oder als nötige Berufsgruppe an? Oh, hallo, da bist du ja. Du fängst mit deinem nächsten Auftrag an, richtig? Wo wird dir unter die Arme greifen? Sieh mal, da drüben. Besucher finden sich gern am Strand dort ein. Und wer könnte es ihnen auch verdenken? Sie sind den weiten Weg gekommen. Es gefällt ihnen hier. Da denken sie bestimmt an ein Ferienhaus, oder? Blickst du ihnen in die Augen, ist es fast so, als könntest du ihre Gedanken lesen. Der Wunsch, sich an einem paradiesischen Ort zu entspannen, steht ihnen quasi ins Gesicht geschrieben. Also, wenn du ins Geschäft kommen möchtest, sprich diese Leute gefälligst an. Okay, können wir uns die Besucher dann hier aussuchen, oder sind das nur zwei? Ich glaube, es sind pro... Ich will im Wald entspannen und... Dort, wo die Pilze sprießen. Nein. Ich möchte gern anheimelnde Körbe in meinem Haus. Hm. Wenn ich nur wo chillen könnte, wo immer Herbst ist. Das kann ich dir empfehlen. Dina heißt die Dame. Hey, neues Gesicht. Du schaffst nicht zufällig für diese Ferienhausagentur, was? Nur so eine Vermutung. Ferienhäuser scheinen gerade krass angesagt zu sein. Ich glaube, ich will auch eins. Hilfst du mir dabei? Reden wir darüber. Wusste ich's doch, dass du mich nicht hängen lässt. Also los, rocken wir die Ferienbude. Trip, trip. Hat sie sich gerade auf die Brust gehauen? Dann mal los. Ich hoffe mal, das kommt nicht zu verrückt rüber, aber ich habe mir meine Ferienhütte so vorgestellt. Mit ganz viel Herbst. Okay. Oh, dein Konzept gefällt mir gut. Gut, dann sollten wir als nächstes entscheiden, wo dein Ferienhaus stehen sollte. Hast du schon eine Vorstellung? Hm, ach, es bringt einfach nichts. Kann mich heute zu nichts entschließen. Wie wär's, wenn du an meiner Stelle die Entscheidung triffst? Na gut, dann werden wir eine geeignete Lage für dich aussuchen. Auf dieser Karte kannst du sehen, welche Grundstücke verfügbar sind, Robin. Wähle ein Grundstück, das du empfehlen möchtest, und schlage es vor. Hm, sie hat vorhin was gesagt, da wo immer Herbst ist... Jede der kleinen Inseln in diesem Gebiet verfügt über ganz spezifische Eigenheiten. Generell ist es möglich, durch Drücken von X die Jahreszeit zu ändern, auch wenn du pro Insel mehrere Ferienhäuser errichten kannst. Ja, sie ist ein Reh? Das sind ja voll die geilen Grundstücke. Warum sieht's bei mir nicht auf der Insel so aus? Holy shit. Das ist halt echt schade, dass sie das nicht ins Main Game eingeführt haben. Na guck mal, dann hast du auch immer so eine immer frostige Insel. I don't know. Sie will da, wo der Herbst ist, hin. Wir entscheiden uns für das hier. Grund ist, das erinnert mich ein bisschen an Nara. Nara hat auch sehr viele Hügel. Ja, sieht gut aus. Würde ich mir auch gern mal selbst ansehen. Gut, dann musst du das Grundstück aussuchen, um vor Ort mit den nächsten Schritten fortzufahren. Nimm die Kundin am besten gleich mit dorthin, Robin. Wie ich dich kenne, wirst du sicher eine Meisterleistung verbringen. Jo, kann ich machen. Cool. Ja, das passt. Das sieht super aus. So sieht Nara auch aus. Rehe, Libellen. Alles ein bisschen hügelig. Nee, oder? Sieht ja noch besser aus als auf den Fotos. Gefällt mir voll.
Der Standort ist also genehm. Das ist großartig, Robin. Also, schön, ich warte so lange hier auf dich, bis du fertig bist. Falls es nicht so gut läuft, laufen sollte, frag mich einfach um Rat, aber keine Sorge, du schaffst das schon. Wenn du auch den Garten anlegen möchtest, geh hier einfach ins Einrichtungsmodul. Probier es doch einfach mal aus und gestalte den Garten. Alles klärchen, dann überlasse ich dir mal den Rest, Robin. Gut. Ich frage mich gerade, ob wir irgendwie so Außenanlage dekorieren. Jahreszeit ändern, Tageszeit ändern, Zäune bauen, Wege anlegen mit Plus, Möbel oder Pflanzen platzieren. Kann ich... Ich kann anscheinend nicht viel machen. Was ist denn jetzt ein Hangpfad? Ich lehne es, glaube ich, echt ein bisschen an Nara, an rote Stahltreppe. Rot ist halt auch in Japan sehr, sehr beliebt. Japan ist sehr viel aus Stahl, vor allem aus Rotem, weil die Religion dort einfach darauf beruht. Sie haben aber auch in, vor allem in Nara, haben sie sehr viele Steintreppen. Und... Zäune haben sie nicht wirklich krasse... Obwohl doch, je nachdem auch krasse Steinzäune. Uns fehlen noch zwei Zäune. Hier ist ein Eiszaun, den man sogar anpassen kann. Okay. Whatever. Wir nehmen die Japanmauer. Wir nehmen die Japanmauer und entfernen vielleicht hier so drei Segmente. Wo wir dann eine andere Mauer reinmachen. Irgendwie so ein Westernzaun. Das kann man gut kombinieren, tatsächlich. Gut, dann würde ich gern jetzt bauen. Das kann ich ja auch mit dem hier machen, oder? Ah, hier. Okay. Pflanzen. Gut. Wir werden die... Die hier wegmachen. Und hier oben mal nur solche hier platzieren. Okay, du kannst auch die Größe verändern. Ich habe gedacht, man kann auch so ein bisschen den Farbton ändern. Finde ich ein bisschen schade, dass man den Farbton nicht ändern kann. Warte mal, wo war ich denn jetzt hier? So, aber was wir noch machen können, sind herbstliche Pflanzen. Unkraut würde ich jetzt ungern platzieren. Hibiskus ist auch eher so sommerlich. Genauso wie die Hortensien. Aber so Rotanemonen sind doch, glaube ich, so Herbstpflanzen, oder? So Kornblumen halt. Warte, dann machen wir das jetzt gleich nochmal. So. Und jetzt noch irgendwas Gelbes, sowas. Und das verteilen wir jetzt einfach. Ah, guck mal, hier kannst du das Wetter verändern. Was haben wir hier noch? Moos, wir haben Ranken. Finde ich ein bisschen zu abgespaced. Wir haben die Items an sich. Einen Pokisack. Leider nichts wirklich für draußen. Außer das hier. Was wir auch platzieren werden. Und den Pilzbaumstumpf werden wir auch platzieren. Das Mountainbike auch noch. Okay, dann halt nicht.
Laublagerfeuer. Okay, wir müssen auf jeden Fall kurz in den Design-Modus. Wo ist denn? Unten ist es. Okay, cool. Dann fangen wir an. Um hier ein bisschen zu designen. Warum denn nicht? Wir haben hier einen Pilzbaumstumpf. Den werden wir hier oben hin machen. Ah, obwohl ein bisschen auf die Schattenseite. Pilze haben sie ja gern schattig. Und dann werden wir einfach random alle Blumen verteilen. Rote haben wir ein bisschen weniger. Die müssen wir ein bisschen besser verteilen. Wir gucken aber, dass sie ein bisschen ausgeglichener sind. So. So, das sieht doch schon einigermaßen gut aus. Ich würde gerne noch einen Laubhaufen platzieren. Hier ist nicht genug Platz. Fahrrad, komm noch hin. Und okay. Das Fahrrad stellen wir oben irgendwo hin. Aufgrund der Rehe hat Nara keine, also nicht wirklich viele Autos. Das versuche ich jetzt auch irgendwie darzustellen. Und dann stellen wir noch den Herbst in all seinen Farben da. So ein schönes Kastanienbraun. Herbst ist halt schon eine geile Jahreszeit. Real Talk. Und jetzt haben wir eine super Außenanlage. Bis auf das hier. Und der Zaun hier stört mich auch noch ein bisschen. So. Aber was ist denn das hier? X? Ah, das sind Felder. Okay. Ja, ich hab's kapiert. So. Dann nehmen wir hier am besten nochmal einen anderen Zaun. Der dann auch einigermaßen diesen Baumstamm-Wanderzaun. Das sieht doch gut aus. Okay, das ist eine Top-Außenanlage. Gefällt mir wirklich sehr. Jetzt gehen wir nach drin. So, du willst Pilze. So wie ich das richtig sehe. Können wir einrichten. Können wir einrichten? Ich weiß nur noch nicht wie. Gut, dann nehmen wir die Tapete oder die. Die ist auch noch krass. Und als Boden nehmen wir dann den Herbstlaubboden. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Dann nehmen wir noch einen Pilzteppich. Na, wir nehmen einen Ahornblattteppich. Ahorn, ich habe es im letzten Part, glaube ich, erwähnt. Die Leute in Japan fahren auf Ahornblätter ab. Und da Japan echt bei mir, also jetzt for real, ein potenzielles Auswanderungsziel wäre, möchte ich mich ein bisschen mehr an die Kultur dort rantasten. Und ein bisschen an die dort halten. So, warte mal kurz. Das sieht auch wild aus. Okay, aber wir gucken jetzt erstmal, dass wir hier ein bisschen Platz haben. Der Tisch ist halt super klobig.
Warum man ein Feuer drin haben möchte, keine Ahnung. So, das sieht doch schon mal sehr cool aus. Jetzt brauchen wir noch Materialien, die auftragsbezogen sind. Hier haben wir einen Pilzschemel, davon können wir 2 holen. Ein Laubhocker. Ein Pilztisch brauchen wir nicht mehr, eine Rohholzbank. Ein Baumstammliegestuhl. Dann nehmen wir den noch. Baumstammregal, eine Hängematte. Pilzlampe, warum auch immer. Warum denn nicht, besser gesagt. Dann nehmen wir noch einen Gemüsekorb. Was ist das hier? Pizza mit Pilzen. Eine Kürbissuppe, typisch Herbst. Gibt es auch Baumkuchen oder so? Kürbisscones. Das Foto, ganz klar, das kommt immer rein. Und was haben wir hier noch? Ein Ahornschirm. Ja, gut. Was ist das hier? Pilzwandschirm. Davon nehmen wir 3. Okay, cool. Jetzt müssen wir nur noch sortieren. Es ist halt so ein richtiges Waldfeeling, was wir hier jetzt vorhaben. Und wir machen das hier mal weiter hinter. Ein Schemel, ist ein Schemel ein Regal oder ein Sessel? Warte mal, wir nehmen erstmal den Wandschirm hier. Davon brauchen wir nicht so viele. Davon brauchen wir ganz und gar nicht viele. So. Genau. Hier machen wir das hier. Die drehen wir so hin, dass sie auf den Tisch zeigen. Dann haben wir hier unseren Gemüsekorb. Sieht doch cool aus. Und dann haben wir hier hinten noch. Warte mal, ich muss die irgendwo platzieren. Die ist gerade voll im Weg. So. Hier machen wir unseren. Ja, doch, das passt. Das passt. Gefällt mir. Und den können wir irgendwie in die Mitte nachher machen. Ich würde jetzt aber gern den hier noch hier hinten platzieren. Ah, warte mal, vielleicht 1 Abstand. Damit wir hier die Lampe hinmachen können. Und ich will nicht alles hier vollstellen, aber so. Und in der Mitte vom Ahornblatt brennt, warum auch immer, der Laubhaufen. Und das hier entfernen wir wieder. Und die Pilze, ich habe noch keinen Plan, was wir mit den Pilzen machen. Können wir so eine Art Lagerfeuer drumherum machen. Ist ja ein brennender Laubhaufen. Jetzt, wie ist es vom Laufen her? Krampf. Okay, dann seid ihr zu viel. Tut mir leid, die Pilze konnte ich jetzt nicht verwenden. Aber der Rest ist super. Ich bin am Überlegen, vielleicht sollte ich auch die Liege hier wegmachen. Gehen wir nochmal zum Auftrag.
Dem. So, dann machen wir, pass auf, wir machen das jetzt sogar noch besser. Wir verteilen das hier ein bisschen. Dann haben wir da so einen Pilzhocker. Und dann ist es super romantisch, selbst wenn es dunkel ist. Und das ist dein Zuhause. Freust du dich? Oh, 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 ist es fertig? Ist alles schon fertig? Trip, trip. Du rockst und nicht nur wie eine OP-Rock-Kombo, sondern wie eine ganz Heavy-Metal-Herde. Krass, ey. Das sind Herbstgefühle. Es wird dunkler in der Jahreszeit. Du trinkst deine Kürbissuppe, du trinkst deinen Kaffee, du trinkst deinen Tee. Du bereitest dich auf den Winter vor. Körperlich auch. Ich liebe den Herbst. Herbst ist die schönste Jahreszeit, meiner Meinung nach. Ah, Frühling ist auch noch sehr, sehr cool. Sommer ist mittlerweile viel zu warm. Im Winter hat es keinen Schnee mehr. Herbst und Frühling sind bis dato noch unverändert. Danke dir für die Hilfe heute, Robin. Ist echt krass geworden. Du hast das so gut hingekriegt. Willst du zur Feier des Tages ein paar Fotos schießen? Ja, also. So ist rechts. Benutze die Kamera-App auf deinem Nuke-Phone, um ein Bild zu machen. Apropos Kamera, wir haben auch ein Konzeptportfolio, in dem wir Bilder von fertigen Projekten präsentieren. Wäre es auch für dich, wenn wir dein Bild dafür verwenden? Klar, es ist ja auch ein besonderes Ereignis. Da freut es mich, wenn du ein paar Erinnerungsfotos schießt. Toll, vielen Dank. Gut, dann schieß ein paar Bilder, die was hermachen, Robin. Wenn dir ein richtig gutes Foto gelingt, schließe die Kamera-App und kurz und zeig das Bild dem Kunden. Pass auf, dass du nicht versehentlich erneut den Auslöser betätigst und dein Foto überschreibst. Gut, ich gehe dann wieder raus. Bis dann. Mach mein Foto bitte auf den Blickwinkel, damit es auch gut rauskommt. Mach dein Ding, ich bleib so lange hier. Kann ich jetzt auch von ihr das Outfit ändern, tatsächlich? Wir geben ihr ein herbstliches Outfit. Hat sie eigentlich keine Hose an? Sie hat keine Hose an. Okay. Na dann. Na dann, aber wir können ihr noch so eine Haarspange ins Haar stecken. Warum denn nicht? Und tatsächlich ist... Ah, das hier sieht auch noch gut aus. Aber die Haarspange muss ich nochmal ändern. Die Haarspange gefällt mir nicht so. Besser. Dann, wie machen wir nochmal Emotionen? So. Wo ist es denn? Wo ist denn die Kamera? Hä? Notrettung, Inselhandbuch, Kamera Pro. Und dann können wir es auslösen. Aber muss ich es dem Hausbesitzer zeigen? Oh Gott. I'm sorry. Ah, jetzt ist sie schon draußen. Hey, ist echt was geworden. Das Bild. Du hast ein Auge für Fotos. Jetzt hast du auch eine Erinnerung. Vielen, vielen Dank für deine Hilfe, Robin. Ich mein's auch ernst. Ja, ja. Du mich auch. Cool.
willkommen zurück. Wie ist es denn gelaufen? Prima. Der Kunde war vom Ergebnis sehr angetan. Wie schön, dass man sich auf deine gute Arbeit verlassen kann. Nur weiter so, Robin. Hier sind 6000 Poki. Zeig Carlotta doch mal das Foto, das du geschossen hast. Ist das etwa das Ferienhaus von deinem letzten Auftrag? Klasse, das ist richtig gut gelungen. Ich find's lustig, wenn du einfach nur die drei Dinger auspackst, das ist auch richtig gut gelungen. Der Kunde war mit der Operation Fotoshooting sogar einverstanden. Außerdem ist es okay, wenn wir ein Foto in unserem Konzeptportfolio veröffentlichen wollen. Oh, wirklich? Das ist ja toll. Ich verwende eine App, um die Informationen über die von uns realisierten Projekte zu verwalten. Wenn wir Fotos haben, sieht man gleich auf den ersten Blick, welches Ferienhaus wie aufgebaut ist. Probieren wir es doch einmal aus. Wenn du dein Nookphone herausholst, schicke ich dir gleich die App. Pow, NDSH. Hier, bitteschön. Mit der NDSH-App kannst du dir jederzeit Informationen zu deinen Häusern ansehen, die du gebaut hast. Könnte ich das Foto bekommen, das du aufgenommen hast? Dann werde ich es gleich hinzufügen. Herbstgefühle. Das hat funktioniert und ich finde, dass dieses Haus dir wirklich gelungen ist. Ich denke, wir werden die Fotos in dieser App nutzen, um die Konzepte der Ferienhausagentur zu bewerben. Also denk bei deiner Arbeit an den Ferienhäusern unbedingt auch daran, Fotos hinzuzufügen. In Ordnung? Und vielen Dank für deine Unterstützung. In Ordnung. Möchtest du für heute Schluss machen oder lieber noch etwas länger arbeiten? Ich mache heute Schluss. Alles klar, schönen Feierabend. Danke. Cool. Wir sind ordentlich weit gekommen. Wir haben jetzt schon 12.000 Pokis. Also ordentlich weit gekommen. Wir könnten auch einfach alles hinrotzen. Aber ich versuche hier echt, das seriös ein bisschen zu spielen. Und wir gucken dann weiter im nächsten Part. Ich gehe jetzt noch kurz zu dieser App. Inselhandbuch, das ist auch neu. Habe ich auch noch nie geöffnet. Okay, krass. Im nächsten Part geht's weiter. Oh, wir haben von unserem ersten, haben wir gar kein Bild. Schade. Schade. Werden wir vielleicht nachholen. Mal schauen. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, blast mir in den Schuh. Im nächsten Part geht's weiter. Wir werden einfach so lange Inseln und Häuser einrichten, bis ich absolut keinen Bock mehr habe. Und bis ich absolut unkreativ geworden bin. Danke fürs Zuschauen. Im nächsten Part geht's mit einem dieser netten Damen hier weiter. Unter anderem Freddy Fazbear. Tschüss und bis bald. LOL.